Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, endlich wollen wir anfangen, den Bereich hinten zu bauen. Ich nehme mir mal ein bisschen Material mit. Das machen wir gleich zu diesen Steinen. Das wird sozusagen mein Hauptstein. Dann brauche ich jetzt noch. Habe ich da noch welche da? Eine Hardened Wall mehr, dann nehme ich noch welche mit. Und Zäune brauche ich auch noch, die nehme ich auch noch mit. Frage ist nur, habe ich noch welche? Aussieht nicht. Sehr schön. Keine Zäune mit. Assembler. Fans Tier 1. Sieht gut aus. Dafür bauen wir Stahlringe und Iron Bars. Herzlichen Glückwunsch, Gott sei Dank. Habe ich ein bisschen was hier. Schauen wir mal. Wie wir das mal kriegen. Ist ja nur sozusagen, dass wir erstmal ein bisschen geschützt sind. Dass wir da auch bauen können. Der will mich angreifen. Nein, den. Okay, das heißt, ich muss mal irgendwann noch mein Schwert als erste Position stellen. Wenn ich Cleaver dabei habe. Warum auch tun? War schon. Also sehr schön kann das alles sein. Was kommt danach? Ja. Ach ja. Da hätte ich mal gesagt, schaut es zwar dann witzig aus, wenn der Zaun aus demselben Material ist wie das Gebäude, aber ist mir egal. Muss sein. Dahin. Das sind auf jeden Fall 4. 1, 2, 3, 4. Brauche ich jetzt noch mein Maßband? Ein 8. Auch 8. Hier. Well, was? Wenn ich dich finde. Jetzt mal das unter mir. Du das? Ja. Alter, war 3 Kilometer entfernt. Er fängt hier an, zick zu machen. Ich glaub's ja. 1, 2, 3, 4. So. Wie groß bist du? 15. Ja, dann machen wir doch das 7. 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7. Passt. Dann haben wir vor allem jetzt schon mal den Außenbereich. Vor allem das Ding wird, ich vermute, das wird ein Riesenareal werden. Ich hoffe, dass das auch so, was ich so im Kopf habe, funktioniert. Weiß ich ja nicht. Kommt mir hier noch durch? Ja. Okay. Ja, ich habe halt leider viel zu wenig Zaun.
Ist aber auch egal. So, das da können wir auf jeden Fall noch weiter bauen. Also alleine was hier noch bearbeitet wird, wird schon massiv sein. Ich habe nur von Dirt, glaube ich, noch keine Möglichkeit gefunden, wie man sozusagen Dirt dazu kriegt, unendlich zu werden. Ja, mit Sand. Mit Sand und... Ja, okay. Sapling ist jetzt kein Problem. Rotten Flesh normalerweise auch nicht. Biochaff. Wie kommt man an Biochaff dran? Plant Meth. Da kriegt man immer zwei raus. Hat immer Chance auf zwei weitere, aber es geht halt erst mit dem richtigen Pulverizer. Und Bio-Stuff macht den Pulverizer Dirt. Okay. Also das heißt, ich müsste eine Plant Ball Produktion starten. Was einige Sapplinge machen. Und der Kompressor, ja. Oh, das ist ja fast alles. Ein Kompressor, 8 Stück, kriege ich Plant Balls. Ja, das heißt, die Gärtnerei wird auf jeden Fall auch witzig. So, dann habe ich schon mal hier ein Loch gebuddelt und der Strom ist auch schon fast ist da. Wir haben auch schon vorne die anderen Sachen liegen. Ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen, wie ich das insgesamt mache. Ich hätte gesagt, ja, Stone haben wir ja Gott sei Dank. Nö. Dann hätte ich mal gesagt, wir holen uns welchen. Wir haben schon 858 Stacks und da haben wir auch schon 163.000. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Maßband erstmal wieder weg. Ich werde gleich jetzt Maßband brauchen. Ich kenne mich. So, und das wird eine höhere Halle. Die wird jetzt nicht nur 4 hoch, sondern die wird ein bisschen höher. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal hier das. Jetzt ist meine Frage, mache ich da gleich eine Doppeldecke draus. Das kann ich unten machen. Das ist halt nur die Frage, schaut es nicht ein bisschen gleich aus? Dann hätte ich gesagt, mache ich die. Und die. Und tschüss. So, und dann kommst du auch weg. Wir haben ja gesagt, ne, wir machen hier mehrere Abteilungen. Ob ich das bis jetzt so lasse, dass das dann halbe Chunks werden, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Aber dann wird das Areal noch größer. Nicht so, dass das schon klein, dass das klein ist, ne? Ja. Das heißt, hier werden wir dann auch noch unterirdisch dann ausgraben. Weil wir dann da sozusagen den Strom reinlegen und einige Sachen noch unterirdisch verpacken. Zum Beispiel ja auch diese Tanks hier. Diese Tanks hier sind zwar auch nicht gerade klein,
die wir jetzt aufgebaut haben. Ich hoffe, dass wir die mal die so bauen konnten, dürften. Wenn nicht, ja, baue ich halt da drüben die dann mal. Also das sind halt die Eisentank, den Eisentank habt ihr ja gesehen, dasselbe in den Stahl. Und der hat 1,4 Millionen, was da reinpassen. Und was ich halt dann gerne hätte, ist noch einen großen Tank halt drunter. Wir werden hier auch ein paar kleine Tanks brauchen. So. Das heißt, ich brauche mehr davon. Haben wir schnell weg. Glaube nicht, dass es reicht, aber ich kann mich auch täuschen. Ich mich nicht. Ja, wir brauchen ja auch noch Decken. Das darf man nicht vergessen. So, da habe ich ja gesagt, das wird auf jeden Fall höher. Und es wird immer Dreier. Das sind jetzt mal 2, 3, 4, 5. 6. An Industriehallen. Jawohl. Na toll. So, dann kommt auch gleich da das Gerüst dran. Dass wir dann da auch unsere Ruhe haben. Selbe Spiel auch hier. 3, 4, 5, 6. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal rübergehen, weil da wird's. Weiteres geben. So, habe ich nicht gesagt, ich brauche mein Maßband wieder? Bin ich gut? So, das sind jetzt hier 14. Ja, super. Geht ja schneller weg, das Zeug jetzt nicht gucken kann. Ah. Passt auf jeden Fall auch. Sind jetzt aber 4, ne? Ja. Hier hin. Okay. Hier hin. So, dann wirst du auch hier dicht gemacht. Kannst offen bleiben. Du wirst hier dicht gemacht und du kannst hier auch offen bleiben. So, dann haben wir hier unten Bereiche, wo ich Fenster reinmachen kann. Oder Glas. Ja, das soll irgendwie abstrakt werden, dieses Ding hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich hoffe, dass die Steine sich, weil es ja Vanilla ist, einfärben lassen. Dann wird es nämlich witzig, das Gebäude hier. Dann bunt wie ein bunter Hund.
hat zum Beispiel gesagt, Orange könnte man machen für das ganze Acid, also für die ganzen Säuren. Und Cyan zum Beispiel für die ganzen Gase. So, dann halt ich jetzt entlang ziehen. Ehrlich gesagt, dann können wir da oben so einen Bereich machen und dann machen wir das unten auch so. Ich sag dann Einzel. Dreier. Offen lassen. Einzel. Dreier und Zweier. Genau. Dann ist das schon mal hier alles gleich. Dann muss ich nach vorne, weil ich brauche mehr Steine. Ich muss mehr Steine kappen. Da geht Stein drauf wie... noch mal was, als jetzt keinen Morgen mehr geben. So, aber ich habe noch ein Half Slab einstecken. Den verbaue ich gleich mal. Bin ja gerade beim Überlegen. Also das Ding wird auch mehrstöckig. Ich weiß nur noch nicht, aus was ich die Decke mache. Ich glaube, da werde ich keine Half Slabs diesmal nehmen, sondern Vollblöcke. Zoom. Einfach durchgelaufen. Geistermodus an, Geistermodus aus. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche erstmal Stein. Mal soweit ich weiß, noch da. Den musste ich auch mal umbauen. Aber da bräuchte man sozusagen eine Version, dass wir die ganze Zeit Stein brennen über Creased Oil. Weil halt da am meisten rauskommt. So, und dann habe ich hier jetzt noch mein Rubberwood. Das kann ich auch gleich wieder durchjagen. 513 haben wir schon. Ist doch schön. Fällt mir. Ah, und vor lauter Rennen hätte ich jetzt beinahe wieder die Half-Slabs vergessen. Ah, Gott, dauert es lang. Wie gesagt, ich bin noch beim Überlegen, ob ich dann Slabs oder Half-Slabs mache. Bei Half-Slabs ist halt das Problem da. Nicht mit dem Regen, aber es gibt halt nicht sehr viele. Ja, wenn ich jetzt mir Slab anschaue, ich kann mir halt sehr viel, ich könnte mir halt von Railcraft einige Sachen machen. Zum Beispiel dieses Rough Brownstone. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel was schisseln möchte, dann kann ich das halt nicht. Also mit geschisselten Blöcken arbeiten. Wie gesagt, da müssen ja auch sehr viele Rohre rein. Hier oben kommen dann, wie gesagt, die Rohre auch raus. Es kann sein, dass wir diese Tanks noch um einen größer machen. Da werde ich mal, ja. Wenn ich meinen Sebo wieder sehe. Die Sprache halten. Aber. Okay, so viel Zwiesprache halte ich da gar nicht. Ich sag einfach mal einen höher. Dann ist es genauso hoch wie das Gebäude. Ja, und ja, also und die Tanks haben dann auch noch ein bisschen mehr Fassungsvermögen. Das ist ja auch das Schöne. Hier. Bye. Bye. Bye.
dasselbe Spiel haben wir jetzt auch. Nein, haben wir nicht, weil hier haben wir jetzt den ersten Teil, der dann eventuell verschachtelt ist. Hier haben wir gesagt, bei verschachtelt kommt auf jeden Fall immer 2. Hätte gesagt, machen wir es so. Ja, wobei 1 und 3 könnten wir machen, ne? Haben wir ja gesagt. Hallo Modifier. Wunderbar. Meine Picke hat gelevelt. Yippie. Das heißt, die wird gleich ein bisschen schneller, wenn wir dann nochmal vorne sind. Brauche Redstone. Dafür. So, das heißt, wir machen jetzt hier auch dicht. Ob ich da oben zumache, das weiß ich noch nicht. Ja, wobei, hier mache ich auf jeden Fall zu. Wie gesagt, da muss irgendwo dann noch eine Tür rein. Weil wie gesagt, hier kommt ja der Eingang hin. Man sieht ja schon die Straße, wo hier reinführt. Das heißt, ich muss hier auch irgendwo reinlaufen. So, das heißt, wir werden jetzt hier dann einigermaßen an Glas brauchen. Ja, aber es ist, ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich vollkommen ehrlich, ich kann fast nur Steinslabs nehmen. Weil, also Searid und so weiter ist mir zu aufwendig. Graue Wolle, nein, danke. Also wie gesagt, der einzigste, wo einigermaßen noch was ausschaut, ist vielleicht nur der Quarried-Block. Quarried-Block könnte ich noch machen. Ha, da hat er auch, ja, die Slabs noch Vanilla-like drin. So, dann hätte ich mal gesagt, ich schaue mir das mal an, wie die ausschauen. Weil wenn die von der Thematik her passen, dann hätte ich gesagt, nehme ich die. Weil da habe ich ein bisschen was übrig. Und Quarried Stone. Da hätte man nämlich mal eine andere Art von Boden und Decke. Ich nehme mal dasselbe. Ich weiß zwar nicht, ob ich es dann auch mit Extra Utilities oder Open Blocks. Ne, Open Blocks ist es einfärben kann. Aber bei 10. Weiß ich mal hinten rein. Ich hoffe jetzt, dass jetzt wirklich, wenn es jetzt Quarried Stone ist, dass es auch dieser Stein wird und nicht Marble. So, zwei Öfen laufen. Ich habe jetzt zuerst überlegt, ob ich da hinten alles in MV mache. Glaube ich, habe ich schon gesagt. Wenn nicht, sage es nochmal. Ich meine natürlich, wenn ich schon gesagt habe, dann habt ihr es zweimal gehört, ist ja egal. Wenn ich noch nicht gesagt habe, dann hört es jetzt zum ersten Mal. Yeah. So wird es Mensch. Auf jeden Fall. So, Quarried Stone. Kann der schon mal arbeiten. Und ich habe mal meine Slabs und kann es mir anschauen. Nee, aber wie gesagt, wollte ich ja in MV bauen, dass es schneller wird. Aber ich verbrauche ja genau, ich verbrauche ja doppelt so viel Energie. Wie gesagt, das ist ja das, was ich jetzt bis jetzt immer noch nicht. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Das muss ich mal testen. Ich habe es zwar mit euch schon mal gemacht, über die Batterien, aber wenn ich halt nur doppelt so viel Energie brauche,
Dann ist es ja Kopf wie gesprungen, ob ich jetzt 2 aufstelle oder bei MV ist. Ja, also, ne? Es will jetzt der Verwendung von uns? Hm, genau. Wir machen noch mal schnell einen Test. Ich habe jetzt hier eine Assembly. Genau, ich habe jetzt hier einen Chemical Reactor. Gibt es doch irgendwas, was man in einen Chemical Reactor reinhauen kann? Was jetzt eigentlich nur schnell ein Item raus ist? Ohne sehr viel Flüssigkeit, aber ich glaube nicht. Ich habe die Bending-Maschine hier. So, ich nehme aber die Batterie mit. Und lege sie erstmal nochmal in die Bending rein. So. Okay. Und dann hätte ich gesagt, lade ich die mal schnell hier auf. So. Dann brauche ich jetzt meinen Wrench. Das muss ich nach unten. Das heißt, ich kann jetzt hier abconnecten. Abconnecten, also abtrennen. Genau, mittlerweile rede ich wirklich Denglisch. Halb Deutsch, halb Englisch. Immer besser. So, dann hätte ich mal gesagt, wir schmeißen da mal was rein. Und zwar, dass der Speicher leer wird. Dass der dann das Maul anfängt und dann hänge ich eine Batterie hin. Danke. Dieses Geräusch wollte ich hören. So. Dann kommst du jetzt da rein. Und du kommst auch rein. So. Dann haben wir jetzt eine sehr gute Methode. So, ich kann ich auch gleich aufladen. So, dann brauche ich jetzt nochmal dasselbe. Klemm den hier auch ab. Hätte vielleicht noch was mitnehmen sollen. Ah, genau. Ballringe. So, den 24er kann ich auch raus tun. Den packe ich auch gleich mal oben rein. Weil ich gleich eine kleine Batterie brauche, nehme ich mir hier raus. Stahlring und dich, Iron Bar, sollst laufen. Item Output, please. Wir machen dasselbe nochmal. Sehr schön. Ich gehe nochmal rüber und hole mir nochmal Stahlringe. Ich bräuchte eigentlich gar keine mehr, aber doch, ich brauche welche, weil ich brauche ja mehr von diesen Säulen. So, das heißt jetzt für mich, ich muss mir mal was Analoges zusammenbasteln, einen Stift und ein Papier. So, okay, also. Also wir machen die Batterie voll. Die Batterie ist voll. Und sie ist da drin. So, laut Aussage von diesem Teil hier brauche ich 1600 EU.
Man muss nochmal schauen, hier steht LV, das ist wichtig. Und es dauert 5 Sekunden. Das wird jetzt zwar von der Zeit her zu bemessen ein bisschen doof, aber ich habe jetzt mir mal dann eine Linie gezogen und mache dasselbe hier nochmal. Normalerweise, wenn es doppelt wäre, ne, wären es 3200 und bei HV 6400. Hier wären es 2,5 Sekunden und das wären dann 1,25 Sekunden. Ja? Also ungefähr, Pi mal Daumen. So, dann heißt es jetzt, wir packen mal einen Stahlring rein und eine Iron Bar rein und wir lassen es laufen. Und er sagt zu uns 5 Sekunden und ist durch. Und jetzt haben wir noch drin, wunderbar, 98.000 und ein paar zerquetschte. Und da ich das jetzt aber nicht im Kopf ausrechne, weil da kommt dann bestimmt ein bescheuertes Ergebnis raus, sind das jetzt circa 1.645 EU, weil wir ein bisschen Verlust haben durch den Block, soweit ich das noch im Kopf habe. Ja? Also das ist schon mal erstes Ergebnis. So, jetzt gehen wir zum MV. Haben hier auch 400.000 drin. Legen hier auch den Ring rein. Und legen hier das Iron Bar rein. So, er schreibt dann uns 2 Sekunden, sind aber 2,5. So, und jetzt haben wir hier 396,650. So, das heißt, wir haben jetzt 400.000 minus 396.650. Das haben wir haben einen Verbrauch von 3.350 und 2,5 Sekunden. Also soweit ist das richtig. Und jetzt gehen wir in die HV-Abteilung. Stellen da mal HV rein. Ach, das ist eine Bending-Maschine. Ja. Habe ich clever gelöst. Machen wir nochmal einen Assembler. Und wir legen hier einen Stahlring rein und eine Iron Bar. Ihr habt gesehen, es war ein bisschen weniger als oder ein bisschen mehr als eine Sekunde. So, jetzt haben wir 1,6 Millionen minus 1,593,724. Entspricht einem Verbrauch von 6.276 EU. Also, nach Adam Riese habe ich ungefähr recht. Also circa immer Verdopplung und nicht Vervierfachung, wie mir am Anfang weiß gemacht wurde. Weil, wie gesagt, dann ist es eigentlich egal, was für ein, ja, was ich da hinbaue. Ob ich da als LV oder MV hinbaue. Wie gesagt, er ist doppelt so schnell. Das heißt, wenn ich jetzt einen MV baut, braucht der 5 Sekunden und 1600 EU. Wenn ich zwei hinbaue, brauchen die immer noch 5 Sekunden und 3200 EU. Und wenn ich einen MV hinbaue, braucht der 3350 und ist aber in 2,5 Sekunden fertig. Okay, weil ihr versteht, was ich meine. Also die anderen sind zwar in 5 Sekunden kriege ich einen. Und beim anderen, wenn ich jetzt zwei hinstelle, also dass wir einen Strom haben, habe ich in 5 Sekunden bei beiden gleich viel. Das heißt nur für mich, ich muss mir nur überlegen, aus welchem Material ich das Zeug bauen möchte.
Möchte ich es aus Aluminium und Kupfer bauen? Oder möchte ich es aus Stahl und Zinn bauen? Das sind die einzigsten Überlegungen, die wo man treffen muss, weil sonst macht es halt keinen großartigen Sinn. Wie gesagt, bei Vierfach, ja, da hätte ich zugestimmt. Bei Vierfach wäre es ein Schwachsinn gewesen. Ich habe meinen Credit Stone vergessen. Aber wie gesagt, bei der Verdoppelung nur, da ist es egal. Da ist es wirklich, Schnurz egal. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte dahin. Ja, also, da kann man einer erzählen, was er mal will. Also bei Vervierfachung hätte ich, klar, wenn es so vier von einer Maschine hinstellst. So, ich muss erst mal wieder anklipsen. Die Batterien wieder rausnehmen. Und wieder dahin machen, wo sie hin können. Glaube ich hier. Ja, bei vier, da verstehe ich das voll und ganz, dass das mir gesagt wurde. Aber wir haben jetzt den doppelten Beweis. Also ich habe es jetzt zweimal gemacht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Assembler anders funktioniert als alle anderen Maschinen. Ich kann mir das zwar mal irgendwann auch mal angucken. Habe ich jetzt da hinten ein Table gehabt oder nicht? Wenn nicht, dann habe ich meinen Rucksack dabei. Kann ich es im Rucksack umcraften. Ja, aber wie gesagt, also für mich ist da... Es ist einfach nur eine Entscheidung, die man halt treffen muss für sich. Mehr MV hat halt einen Vorteil, wie gesagt, wenn man jetzt zwei MV baut, man ist halt in der halben Zeit fertig. Man verbraucht ungefähr genauso viel Ressourcen. Aber man braucht weniger Platz. Also dann ist eigentlich nur der Platz das Entscheidende. So, wir wollen ja hier nicht von irgendwelchen lustigen Leuten hier. Ja, ist klar. Sei Dank. Runtergefallen. Ich würde sagen, das wäre es jetzt. Und dann fällt der runter. Nee, aber der Boden schaut auf jeden Fall gut aus. Also Quariat ist auf jeden Fall in gebrannter Version. Hat was. Das könnte ich als Boden nehmen. Ich wieder zu weit unten angesetzt, dass er wieder nach unten geglitscht ist. Mann, ey. Ja, und der fällt natürlich runter. Ist klar. Aber ich brauche auf jeden Fall nochmal ein Stack. Das weiß ich jetzt schon. Und Zielwasser. Das weiß ich auch. Hervorragend. Das haben wir. Ob ich diesen Stein einfärben kann, müssen wir rausfinden. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein Stack, dass das Gebäude hier komplett abgedeckt ist. Weil eher baue ich da nichts rein. Und wie gesagt, es würde jetzt dann lustig, weil wir also dann mit den ganzen da bauen wir sozusagen uns so mobile auf. Also das heißt, da ist eine Zelle drin oder zwei drin oder drei drin oder fünf drin. Und diese werden die ganze Zeit im Kreis laufen.
Also das heißt, da werden auch mehrere verschiedene Tanks drin sein, weil das muss immer ein geschlossenes System bleiben. Weil wir jetzt wissen, zum Beispiel für nicht für Hydrogen, für Nitrogen brauchen wir ja 5 Zellen, die an einen Kompressor kommen, die dann sozusagen Luft machen. Und wenn dann die Luft halt gemacht ist, dann bekomme ich ja 4 leere Zellen raus. Die sollen ja dann wieder in den Kompressor, um wieder Luft zu machen. Und der eine sozusagen in einen Tank mit Oxy rein, der dann sozusagen in den nächsten Oxy-Tank geht, der dann rausgeht. Da muss ich dann auch mal gucken. In der I.O. Es gibt ja dann noch mehr Pipes. Wir haben ja einmal das Item-Conduit. Jetzt gibt es ja noch die Fluid-Conduits. Das ist Polyethylen und Electrical Steel und Kupfer. Okay. Depressured sind Dark Steel und Poly. Okay. Und die Ender-Fluids sind war Brent Alloy. Müsste jetzt sozusagen. Ah, das ist Pulsating Iron. Ja, genau. Das kann ich mir noch nicht leisten. Ja, ich bin noch beim Überlegen, und wie gesagt, wie ich das mache mit den Tanks. Weil ich bräuchte ja eigentlich nur einen ganz kleinen Tank. Dass der einfach nur abgibt. Tiny Tanks gibt es aber nicht. Und die kleinsten, genau, ich nehme den, ist der Ultra Low Voltage Fluid Tank. Das sind 32.000, was da reinpassen. Ja, und das ist ja sozusagen eine Zwischenstufe. Dann kommt meinetwegen ein Low Voltage Fluid Tank daneben, der es dann halt abgibt. Und dann sozusagen von da aus gebe ich dann ab in den. In den Tank und dann in den Supertank und dann geht's weiter. Und das Lustige ist, auf der anderen Seite brauche ich das ähnliche System nochmal. Ja, weil ihr seht hier, ne, da läuft jetzt die ganze Zeit 60 Stück drin rum. Und wie gesagt, da habe ich es halt auch, ne? Also da habe ich einmal Oxy und da habe ich einmal Oxy. Aber das werdet ihr beim nächsten Mal dann hoffentlich alles sehen. So. Braucht noch ein bisschen. Ich würde noch gerne das Dach fertig machen. Wie gesagt, massenhaft brauchen wir auch jetzt dann Stein. Ja, weil es ja unser Hauptbauelement ist mittlerweile. Also der normale Stein. Zum Beispiel, für mir wird es auch irgendwann soweit sein, dass es unterirdisch auch wieder normaler Stein hingesetzt wird. Vielleicht auch eine Schicht Cobblestones, dass man noch ein bisschen Kontrast hat, dass man sieht, okay, da waren wir schon. Aber sonst könnte es da auch passieren, dass da wieder Clean Stone hinkommt oder Stone hinkommt. Wir mal 60 Stück. Weil die runtergefallen sind, der da. Könnte ich ja mal schnell gucken, halt erstmal den wieder umswitchen. Kann ich dich? Nein. Das sind solche Steine, die man mit der Hand setzen muss. Also, was man ja eins sagen kann, ist, bei Railcraft verwende ich ja leider nicht mehr sehr viel. Weil halt immer mehr halt auch in GT und so weiter mit Einzug gefunden hat. Aber die Blöcke sind schön. Also auch die roten Blöcke für die Dächer gefallen mir auch. Und ich habe langsam die Befürchtung, dass mir der Stein nicht reichen wird. Ja, wobei 24 habe ich noch.
Ich glaube, dann kommen ja nochmal 20. So, perfekt. Und dann machen wir das Dach jetzt dann. Komm, das machen wir jetzt noch fertig. Ich bin halt noch beim Überlegen, ob ich dann Glas reinsetze. Also ganze Blöcke. Oder Scheiben. Wenn ich es halt in Clear haben möchte, wird es halt mit Blöcken besser ausschauen, weil da gibt es halt einen Fehler, so einen Ansichtsfehler bei den Scheiben, was mich halt leider nervt. Sonst würde ich es ja machen. Aber was willst du tun? So. 42. Mal schnell aufs Waypoint Lager. Weil dann würde ich nämlich gerne beim nächsten Mal anfangen, hier die Sachen reinzubauen. Das heißt, wir werden uns dann drum bemühen, dass auch dann das Glas drin ist. Als das Dach doch nicht reicht, wie es ausschaut gerade, wird es nicht reichen. An einem einzigen Block liegt es jetzt, dass es nicht gereicht hat. Ist das nicht wunderbar? Ich bin ja hellauf begeistert. Ich kann jetzt den Credit Stone nehmen. Ich habe halt nichts dabei, dass ich es brennen könnte unterwegs. Könnte mich höchstens ärgern. Ja, Wasserwerk ist egal. Ist auch in der Nähe. Dann brennen wir jetzt noch den einen. Dann machen wir jetzt das Dach doch noch fertig. Ich sage, wir machen das Dach zusammen fertig. Dann machen wir es zusammen fertig. Mach mich auch gerade fertig. Aber die zwei habe ich ja noch gewusst, dass ich die habe. Lager. Ja, und das Gebäude wird halt jetzt die ganze Zeit so weiter wachsen. Also das wird da drüben irgendwann auch genau ist dieselbe Konstruktion stehen wie hier. Nur, dass da drüben Säuren entlanglaufen. Und wie gesagt, dann werden auch darum auch ein wenig höher. Ich bin auch gerade beim Überlegen, ob ich diese Halle hier, noch höher setze. Oder niedriger. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ja, weil da habe ich ja eigentlich nur den Empfang und ein paar kleine Räume. Ja, vielleicht gehe ich auch in der Hälfte hoch. Muss man mal gucken. So. Schaut auf jeden Fall mal nicht schlecht aus, finde ich. Fürs viereckig. Aber das ist halt mal eine Halle, ne? Also sieht man ja auch ganz schlecht. Wie gesagt, und Rundungen gehen halt nicht gerade hervorragend. Wäre halt cool, wenn du sagen kannst, okay, du gehst jetzt da hin und dann hast du hier so eine Rundung drin. Würde halt auch geil ausschauen, aber so weit ist Minecraft nicht. Ja, schau noch mal. Doch, ja. Kann man lassen. Wie gesagt, vielleicht wird es auch noch farbig. Dafür dann vielleicht das Glas nicht. Vielleicht lasse ich das Glas dann normal weiß und mache das andere Zeug dann anders. Okay. Okay. Er will komplett bis zu dem Tank hin. Auch schnell für euch. Noch zum Schluss. Genau, ich mal schnell die Türen ins Gesicht gedrückt. Also wir haben jetzt dann hier. Okay, das ist falsch.
Also von oben kommen die Steine. Und das will ich aber auch noch ändern. Ich möchte, dass die Steine von sozusagen von unten kommen und nach oben gehen. Ja, dann habe ich hier hinten die Pipes. Die ist der schon mal richtig. Ja, weil er muss halt dann grün rein. Ja, da muss dann der volle Eimer rein. Und der leere Eimer wieder raus. Und die leeren Eimer müssen halt da oben hin. Und Problem ist halt nur, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Filter, dass er nur hier leere Eimer reinziehen darf. Und vielleicht noch einen zweiten Filter, dass er nur leere Eimer rausziehen darf. Aber werden wir sehen. Aber auf jeden Fall gehen wir dann hier hin und ziehen halt die Cresort Bucket da rein. Und schieben sie dann hier halt hin. Ich bin nur gerade beim Überlegen, ob mir nicht einfach nur einen kleinen Tank da irgendwo hinsetzen. Das ist billiger als die ganzen Ender-IO-Pipes. Aber ist egal. Ist egal. Werden wir sehen. Werden wir uns überlegen. Ja. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und dann gibt es mir noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.